Bemerkenswert ist umgekehrt auch, dass diejenigen, die Schule machten, keinen einzelnen Schüler hatten. Das ist von Lacan so, bis Aristoteles, bis Platon. Oder bei Platon besteht der Sonderfall, dass der beste seiner Schüler, Aristoteles, von ihm nicht erkannt wurde. Und selbst Freud, der versuchte, den Schüler zu finden, Flies, Jung, wurde enttäuscht dadurch, dass diese zu unfähig waren. Seine Lehre weiter zu verstehen. Weil eben ein Widerspruch darin besteht, seit Augustinus Buch der Lehrer, dass die Lehrbarkeit der Lehre an die vielen nicht funktioniert, wenn es darum geht, nicht die poetische Übertragung ins Werk zu setzen, sondern das schwierige Werk. Und nur ein einzelner Schüler das Werk von Euklid weiterschreiben kann.